Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Pokémon Saphir. Ja, ich habe meinen Pokémon ein bisschen trainiert. Nicht der Beutel. Auf Level 8 insgesamt. Und ich habe auch herausgefunden, was hitzig bedeutet. Und zwar ist das ein Wesen, welches den Spezialangriff senkt und die Spezialverteidigung steigert. Oder andersrum. Eins von beiden. Ist ja auch egal. Ich hätte lieber eins, was den normalen Angriff stärkt. Weil ich glaube, so ein Stahl-Pokémon hat mehr physische Moves anstatt Spezial-Moves. Naja, egal. Und es ist tatsächlich ein Pokémon, das sich im Endeffekt zu Metagross entwickelt. Auf Level 20 wird es zu Metang und auf Level 45 wird es zu Metagross. Und das Problem ist aber, bis Level 20 lernt es keinen einzigen neuen Move. Das ist ja voll der Mist. Na gut, du Olle, was hast du uns denn zu sagen? Hi! Ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit? Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Dies ist ein Item quasi als Werbegeschenk für dich. Ein Trank erhalten. Ich glaube, wenn ich jetzt reingehen würde, können die noch gar keine... Die haben noch gar keine Pokébälle in diesem... zu diesem Zeitpunkt, oder? Oder sehe ich das falsch? Nee, haben die nicht. Das ist natürlich schön. Können wir gar nicht den vollen Nutzen daraus ziehen. Was hast du gelabert, Mann? Ich hab gar keine Pokébälle. Ja, toll. Sag sie nicht zu ihrer Verteidigung. Gut. Ansonsten würde ich gerne ins Pokémon Center gehen. Das ist ja immer so der Standardbesuch, den man macht. Es gibt auch eine Challenge, wo man das Pokémon Center nicht benutzen darf. Das ist ja wohl die schwierigste von allen, oder? Naja. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Das ist schön. So, wir müssen ja zur Route 3 und dort sollen wir Maike ordentlich mal treffen und ein Date machen mit ihr. Das wollte der Professor Birk so. Das ist Route 103 und hier muss sie irgendwo abchillen. Ein Slimer. Oh Mann, ich frage mich, ob wir hier auch Routen-Pokémon fangen können. Weil so hochentwickelte Gegner, die man hier treffen könnte... Die sind natürlich, die haben eine geringe Fangquote, glaube ich. Und es ist leicht, hier seine 5 Pokébälle, die man am Start bekommt, in den Sand zu setzen. Ah, jetzt wäre eine perfekte Gelegenheit, den zu fangen, aber ich habe keine Pokébälle. Deswegen gelten die Regeln noch nicht. Naja. Ich habe leider auch während meines Trainings offscreen meinen einzigen Trank verbraucht, den ich hatte. Das war ein bisschen blöd. Ich könnte natürlich in Rosalstadt im Pokémon Center, im Markt... noch einen Trank kaufen, bevor ich mit meinem Rivalen gleich kämpfe. Spoiler, Spoiler! Und ich glaube, das werde ich auch tun. Man weiß ja nicht, was für einen Starter sie hat. Hatte sie einen von den dreien, die wir auch zur Auswahl hatten? Also einen der 2 verbleibenden? Oder hat sie ganz andere Starter? Das weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass sie einen eigenen hatten. Individuellen, unabhängig von unserem. Also ein Impergator wäre natürlich auch geil, wenn ich den fangen könnte. Aber ich glaube, das ist unwahrscheinlich. Einfach wegen der Fangquote. Weil ein normaler Pokéball hat ja, ist ja nicht so geil, ne? Nicht so geil wie ein Superball oder wie ein Meisterball. So, komm, ein Kampf noch dein Level ab und dann gehe ich nochmal ins Pokémon Center und hole mir einen Trank und dann kämpfe ich gegen Maike. Weil von Rivalen muss man ordentlich Schiss haben, weil die hauen doch ordentlich rein. Ein Absol, oder? Ja, geil, Absol. So, cooles Pokémon, so vom Style her. Pokémon. Früher als Kind habe ich mich immer aufgeregt, wenn Leute Pokémon anders ausgesprochen haben als ich. So wie Pokémon oder... Ja, anders geht es ja eigentlich gar nicht, ne? Pokémon. Ich habe immer Pokémon gesagt. Und alle anderen sagen falsch. Das war damals meine Meinung. Aber eigentlich wegen dem Akzent über dem E müsste es doch eigentlich Pokémon ausgesprochen werden, oder? Das ist ja wieder hier sprachwissenschaftliche Meisterleistung, die ich an den Tag lege und bestimmt total falsch sind. Schreibt in die Kommentare, wie ihr Pokémon aussprecht. Das ist voll wichtig. So, ich nehme gleich 2. Bekommen wir einen Rabatt? Nein, leider nicht. Aber man bekommt einen Rabatt, wenn man viele Bälle auf einmal kauft, weil dann bekommt man einen Premierball hinterhergeschmissen. Die sehen aber voll scheiße aus, finde ich immer. Die sind einfach nur weiß, mit einem weißen Punkt in der Mitte. Mit einem roten Strich und Punkt in der Mitte. Wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Sehr schön.
Dann bin ich jetzt perfekt gerüstet, bis an die Zähne bewaffnet, um mit meinem Rivalen zu kämpfen, mit der Maike. Hier in den anderen Häusern leben auch noch Menschen, aber mit denen möchte ich nicht reden. Die denken nämlich, wir sind dumm. Die bringen uns bei, wie man mit Leuten spricht, wie man das Menü öffnet und wie man atmet. So in dem Sinne. Aber das weiß ich alles schon. Und deswegen würde ich sagen, da oben ist sie schon, die Olle. Was macht ihr da? Studiert die gerade Pokémon oder macht sie da irgendwas anderes, ey? Ich will es gar nicht wissen. Ein Pokémon stellt sich noch in den Weg, das wir erst besiegen müssen. Und zwar Absol. Das sollte kein Problem darstellen, oder? Yeah, mit einem Schlag, ein One-Hit. Das ist natürlich ziemlich geil. Geil gemacht, Titan. Ich bin stolz auf dich. Moment mal. Was soll das eigentlich darstellen? Sieht aus wie ein fliegender Dildo oder so. Naja, egal. Also genau das Richtige für Maike. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hi, Zeif. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn ich schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Ich habe Angst. Was hast du für ein Pokémon? Bitte nicht Feuer, bitte nicht Feuer, bitte nicht Feuer. Raupi, yes! Ich glaube, das sollte kein Problem werden. Also Raupi hatten wir ja auch als Auswahl im letzten Part. Hätten wir auch als Starter nehmen können. Dann hätten wir einen Smetpool im Endeffekt bekommen, falls er vorher abgekackt wäre. Aber im direkten Vergleich ist, glaube ich, Titan ein bisschen stärker als Raupi. Und wieso ist der Name überhaupt kleingeschrieben von ihm? Ich schreibe meinen Namen immer groß. Naja, egal. Wenn wir irgendwann mal in diesem Spiel auf einen Namenbewerter treffen, können wir das ja noch ändern. Der Namenbewerter sieht total unlogisch. Wenn man hingeht und den Namen ändert auf Namen B, also von Namen A auf Namen B, dann sagt der Name B ist viel besser. Und wenn man es dann wieder zurückändert auf Name A, dann sagt er, Name A ist viel besser. So, was ich das ist Marketing, Leute. Man muss immer dem Kunden das Gefühl geben, dass er König ist, ey. So, wir waren erfolgreich besiegt. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Du hast einfach ein viel besseres Händchen, die guten Pokémon zu wählen und nicht die Rotzdinger. Ich meine, du hast mein Pokémon erst sehr kurze Zeit und es mag dich bereits so sehr. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Oh ja, und dann im Labor beginnt der harte lebende Nuzlocke Challenge. Dann gelten nämlich die Regeln. Wenn wir dann ein Pokémon verlieren, dann ist es tot und muss in die Friedhofsbox gelegt werden. Zeif hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ich weiß doch den Weg. Und vor allem ist dann auch die Regel mit den roten Pokémon. Das allererste, was man begegnet, das ist dasjenige, was man fangen darf. Keine anderen dürfen gefangen werden. Und auch wenn das gleiche in einem späteren Kampf kommt, darf man es auch nicht mehr fangen. Man darf nur die erste Gelegenheit nutzen. So, ab ins Labor hier. Moinsen. Oh, hallo Zeif. Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super. Das war dein erster Kampf gegen einen Trainer, aber Maike ist echt schlecht, ey. Maike hilft mir schon so lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Super, der Pokédex. Damit können wir alle Informationen über wilde Pokémon sammeln. Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Heute ist es eigentlich in deinem iPhone schon als App runterzuladen, aber du musst einfach diesen Kasten trotzdem mitschleppen. Maike geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn ein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex. Wenn ich draußen forsche, zum Beispiel neulich ein Mewtwo oder ein Entei. Oh wow, Zeif, jetzt hast du auch einen Pokédex, ey. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. So, und damit beginnt offiziell die Dunstock Challenge. Pokébälle bekommen insgesamt 5, auch wenn da steht nur ein. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Ja, da ist der Unterschied. Ich fange coole und du fängst niedliche. So, wir haben jetzt insgesamt 5 Pokébälle. Nein, was mache ich? Ja, 5 Pokébälle, okay. Das heißt, wir haben 5-mal die Chance, falls wir ein Pokémon treffen und es nicht mit einem Schlag töten. Ich frage mich, was es wird. Auf 2 Routen können wir bisher eins fangen. Oh. Hä, was ist los? Warte, Zeif! Hast du schon Professor Birk vorgestellt? Oh, was für hübsche Pokémon! Du hast vor Professor Birk gehalten? Toll, das sieht ja aus wie ein Dildo. Also, was machst du? Also, hallo? Naja, du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Was auch immer es ist. Hier, Liebling, für deine Abenteuerreise sind diese Turbo-Treter wie geschaffen. Damit kannst du jeden zusammentreten, der dich angreift. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Der Turbo-Treter! In doppelter Ausführung, eine für den rechten und für den linken Fuß. Zeif, für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung.
Damit können wir ein bisschen rennen. Nicht so schnell wie mit dem Fahrrad, aber trotzdem schon ganz nett. Sich vorzustellen, dass du nur dein eigenes Pokémon besitzt, dein Vater wird überglücklich sein, aber sei bitte vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz! Ich find's gut, dass man die Turbo-Treter so früh im Spiel bekommt, jetzt sind wir nämlich viel schneller. Es kommt einem fast doppelt so schnell vor. So, die Frage ist jetzt natürlich, was ist das Routen-Pokémon? Und ich sollte mich vorher nochmal heilen, denn ich habe jetzt keinen Bock hier deswegen schon die Nuzlocke-Challenge zu verkacken, weil ich hier nicht geheilt bin. Bisher haben wir auf dieser Route ja 3 Pokémon getroffen, und zwar Krabi ist potenzieller Kandidat, Bisaflor und Impergator habe ich getroffen, aber ich glaube, das war nur offscreen und ihr habt das nicht gesehen. Okay, ich bin gespannt. Was wird es sein, Leute? Trommelwirbel, es ist Krabi. Okay. Habe ich gar nicht mal so ein großes Problem mit. Das hat nämlich die beste Fangquote, glaube ich. Ich hoffe nur, ich töte es nicht mit einem Schlag. Ah, daneben auch noch. Was ist das denn? Man könnte natürlich auch versuchen, den Ball zu werfen, ohne es zu verletzen. Aber ich glaube, das ist nicht so geil. Oh, wie knapp. Aber das ist eine ziemlich gute Lebenspunkte, ja, Prozentzahl, um den Ball zu werfen. Okay, wir probieren es aus. Pokéball, Flieg und Sieg. Habt ihr früher auch mal den A-Knopf gebuttonmashed, wenn der Pokéball hier die Animation hatte? Ich glaube, das hilft wirklich. Krabi wurde gefangen. Für Krabi wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das ist natürlich eine Krabbe. Krabi lebt an Stränden, in Löchern im Sand. An Sandstränden, an denen es wenig Nahrung findet, sieht man dieses Pokémon mit Artgenossen streiten und zur Not auch mal einen Menschen fressen. Krabi muss natürlich einen Spitznamen erhalten, nämlich es ist ein männlicher Krebs. Wie heißt nochmal der Krebs aus Ariel? Wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht. Ich nenne ihn Amadeus. Kann sein, dass er so hieß. Amadeus! Man weiß es nicht. Ich habe früher ja tatsächlich mal Ariel geguckt, damals in der Grundschule, in der Regenpause hatten wir immer so Disney-Filme, da hat der Lehrer den Fernseher reingebracht mit so einem komischen Rollgerät und dann haben wir ordentlich Disney-Filme gesuchtet. Was haben wir alles gesehen? Ey, Herkules, 101 Dalmatiner war sehr beliebt, Pocahontas, obwohl das war ein bisschen später erst, meine Zeit war ein bisschen früher. Ich möchte mich heilen, damit mein Amadeus geheilt wird. Danke. Ja. Was hat denn Amadeus für ein Wesen? Und was hat er für Moves? Wasser. Wert Volltreffer. Aber ist natürlich auch gut. Geil. Wollte ich sagen. Froh. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Und Blubber. Cool. Eine Wasserattacke. Das ist schön. Das freut mich. Aber mit Level 3? Ja. Ist gefährlich. Du solltest noch nicht an die Spitze. Weil ansonsten kackst du noch ab hier. So. Nachdem wir jetzt hier ein Pokémon gefangen haben, können wir... Oh, es gibt ja auch Dick da. Interessant. Obwohl, da sollte doch sogar Krabi auch ordentlich was ausrichten können, oder sehe ich das falsch? Los, Amadeus! Mit deinem Blubber solltest du ihn ja ordentlich platt machen. Ich glaube, Dick, der kann nur Kratzer, oder? Sandwirbel. Mhm. Na los, machen wir hier Blubber. Das sollte ihn doch eigentlich one-hitten, oder? Weil wir im Typenvorteil sind. Dick, da ist nämlich ein Boden-Pokémon und Wasser ist gegen Boden sehr effektiv. Ach, jetzt komm, was ist denn das für ein Arsch? Wieso hat der so viel Sandwirbel? Na, wunderbar, getroffen. Auf Route 103 können wir auch noch ein Pokémon fangen. Da waren wir nämlich vorher, da haben wir gegen Maike gekämpft. Das ist die Route 103. Oh, das nervt ja jetzt zum Glück gar nicht, ne? Sandwirbel ist seine einzige Attacke. Und das macht er so lange, bis er nur noch Verzweifler machen kann. Das nervt zum Glück überhaupt nicht. Und ich wette, der gibt gar nicht viel XP, sodass es sich gar nicht lohnt. Oder EP heißt das ja in Pokémon. Erfahrungspunkte. Und die Experience Points. Jetzt komm schon. Darf schon nicht wahr sein hier. Mann! Ach, Kratzer hat er auch noch. Jetzt kommt er mit solchen epischen Moves raus hier, oder was? Kann nicht weiter gesenkt werden. Was ist der für ein Arsch? Jetzt töte ihn noch, bitte. Dafür müsstest du einen Volltreffer machen. Na gut, dann halt nochmal. Yes, sogar getroffen. Coole Wurst. Danke, Amadeus. Dein erster erfolgreicher Pokémon-Kampf. Super. Und wie viel XP gab das jetzt? 11. Das ist ja, das hat sich ja richtig gelohnt.
Alter, 11 XP. Ich bin so froh, dass ich diesen Kampf gemacht habe. So, ab zur Route 103. Hier dürfen wir auch ein Pokémon fangen, aber vorher möchte ich noch ein paar Bälle kaufen. Man weiß ja nie, was einem so für ein Pokémon begegnet, mit was für einer Fangquote. Ich find's blöd, dass hier nicht angezeigt wird, wie viele Pokébälle man bereits hat. Wie viel soll ich nur nehmen? Ich nehme mal 6. Das sollte reichen für den Anfang. Man weiß ja nie, was für Pokémon trifft. Gegengift kann auch sehr nützlich sein. Paraheilern natürlich auch sehr von Vorteil. Und den Rest meines Geldes investiere ich in Tränke, würde ich sagen. Obwohl, nee, einen Aufwecker kommen, nehmen wir mit und dann den Rest in Tränke. Denn man kann jetzt hier in dieser Challenge, also mit dem Randomizer, kann man ja schon jetzt auf Pokémon treffen, die einen vergiften und so Zeug. Ekelhaft! So. Tschüssi. So, das hier auf dieser Route 103 versuche ich jetzt in diesem Part noch ein Pokémon zu fangen und dann gucken wir mal, wie das zeitlich aussieht. Auf dieser Route ist es ein Rizeros! Level 4. Okay, machen wir mal einen Bodycheck. Mal gucken, wie viel das abzieht. Nicht so viel. Okay. Furienschlag. Oh oh. Ah, okay, das macht auch nicht so viel Schaden. Also, das sind die zwei richtigen Tanks, die sich hier gegenüberstehen. Bodycheck! Das ist nicht sehr effektiv. Ich hau ihn noch ein bisschen weiter runter, weil je weniger HP das Pokémon hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es mit einem Pokéball einfangen kann. Das sind hier so die Sachen, die man so lernt. Das sind die Insider-Infos, das wissen nur die wenigsten. Nein, ich glaube, das weiß jeder. Ich glaube, jeder auf dieser Welt hat bereits mal ein Pokémon-Spiel gespielt. Na, schaffe ich noch einmal oder mache ich dann wieder genau in dem Moment einen Crit, wo ich ihn töten würde? Ich probiere es nochmal. Es dürfte ihn nicht töten, wenn er nicht crittet. Okay, gut. Jetzt bin ich in der richtigen Situation, einen Pokéball zu fangen. Oh, ich bin so froh, dass er nicht so effektiv ist, ey. Pokéball! Flieg und Sieg! Ich weiß gar nicht. Oh, der hat eine schlechte Fangquote. Also, es ist schwer, ihn zu fangen, sagen wir es so. Aber es wäre doch cool, ihn zu bekommen. Rizeros kann eigentlich gar nicht Level 4 sein. Rihorn entwickelt sich nämlich erst auf Level 45, glaube ich. Aber egal, das interessiert uns nicht. Cool, Rizeros gefangen, mein zweiten Versuch, wie geil ist das? Rizeros, ein Bohrer, also wie ein Zahnarzt, ey. Rizeros hat ein Horn, das es als Bohrer benutzen kann. Damit zerstört es Felsblöcke und Steine. Dieses Pokémon rammt sein Horn manchmal in Menschen. Seine panzerähnliche Haut schützt es dabei vor dem Blut. Na dann. Okay, wir müssen ihm einen Namen geben. Das ist weiblich, das Ding. Weiblicher Bohrer. Keine Ahnung. Was assoziiere ich mit einem Bohrer? Bob, den Baumeister. Deswegen nennen wir ihn Bobine. Bobine! Natürlich. Bobine. So, okay. Cool, damit haben wir tatsächlich auf zwei Routen unsere Chance genutzt und zwei Pokémon gefangen. Geile Scheiße, möchte ich mal sagen. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie auch noch wieder fit. Ja, ab der nächsten Route, ab Route 102 müsste es, glaube ich, sein, werden uns auch gegnerische Trainer zu einem Kampf herausfordern, so wie wir schon gegen den Rivalen gekämpft haben. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, aber okay. Ah. Bevor wir das allerdings machen, würde ich sagen, ich cutte hier, wir sehen uns im nächsten Part wieder und ich werde noch meine Pokémon trainieren, meine neu gewonnenen Freunde, nämlich Amadeus und Bobine, auf Level, ja, so 7 bis 8 würde ich sagen jeweils, sagen wir 8. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Saphir. Bis dann, Leute!